Also Entrepreneure sind für mich Menschen, die etwas bewegen wollen, die die Welt besser machen wollen, die einen Drang nach Freiheit haben, sich also die gestalten wollen und nicht irgendwie sich alles sagen lassen wollen. Und Leute im Gegensatz zu Selbstständigen, die an ihrer Firma arbeiten und nicht in ihrer Firma. Ich finde, es gibt nicht das Erfolgsrezept, sondern ein Entrepreneur oder junge Unternehmen zeichnen sich dann aus, wenn sie wirklich offen sind, in viele Richtungen zu gehen. Das heißt, man muss irgendwie die Balance halten zwischen an seiner Idee mit aller Kraft glauben und trotzdem sie verändern können, wenn der Markt zeigt, dass sie sich nicht trägt. Ja? Und diese Balance zwischen Flexibilität und einem gewissen Starrsinn, das macht ein erfolgreiches Unternehmen für mich aus. Also zwei Sachen, die man nicht machen sollte. A, ins Kämmerlein gehen und weinen und B, kündigen. Ja? Das ist das, was eben kein Entrepreneur ausmacht, sondern es geht darum, wirklich zu überlegen, wo können wir selber was ändern. Ja? Also den Markt zu verändern oder zu sagen, die da draußen, die Bösen, die Wettbewerber, die Konsumenten, die uns nicht verstehen. Wenn man sich in so eine Haltung vergibt, hat man verloren. Wenn man anfängt und sagt, okay, warum verstehen die Konsumenten nicht, dass unser Produkt so cool ist? Was können wir besser machen? Was können wir besser machen als unsere Wettbewerber? Was können wir von ihnen lernen? Also diese Krise als Chance zu sehen, das ist eigentlich sozusagen die Überlebenschance, die man hat. Genau, das kann ich auch nur beifügen. Also Krise als Chance sehen, definitiv nicht in Panik verfallen, sondern gucken, was kann man sozusagen anders machen. Und ein gutes Beispiel bei unserer zweiten Firma Blau, die wir gegründet haben, da haben wir SIM-Karten verkauft und als Mobilfunk-Discounter war es ein Gesetz, dass ein Mobilfunk-Discounter seine SIM-Karten über das Internet verkauft. So haben wir das dann auch gemacht, als wir mit unserem Unternehmen gestartet sind, haben aber festgestellt, dass die Wettbewerber aufgrund von höheren Budgets viel besser Kunden im Internet gewinnen konnten, als wir es tun konnten. Und wir hätten so weitermachen können, dann wäre das Unternehmen aber gegen die Wand gefahren. Also mussten wir diese Krise als Chance betrachten und sind dann in den Offline-Handel gegangen. Und dort waren wir dann sehr, sehr erfolgreich. Und das war ein Weg, den wir ohne diese Krise nie gefunden hätten. Ich kann von einer sehr, sehr frühen Krise berichten. Bei Handy.de, das erste Unternehmen, haben wir gegründet an der Uni in Berkeley. Also ein deutsches Unternehmen, aber von Berkeley aus geführt. Und Thorsten und ich haben damals noch ein Praktikum gemacht, während wir parallel unsere Seite schon online hatten, die noch völlig örtlich aussah. Aber immerhin, wir hatten täglich ein paar Handys verkauft. Und auf einmal schickt er mir eine Mail, da stand drin, wir sind tot. Es war der Launch von GetMobile. Sie sahen super professionell aus, im Gegensatz zu den anderen Online-Wettbewerbern damals. Und da war wirklich so die Sache, wir sitzen hier in San Francisco, haben wir überhaupt eine Chance gegen die? Und ich habe ihn zurückgemeldet und habe gesagt, jetzt erst recht. Und daraufhin haben wir wirklich VC-Geld gesucht und dann, eigentlich wollten wir erst noch zu Ende studieren und dann in Ruhe durchstarten. Und dann sind wir sofort durchgestartet und das war letztlich der Weg. Aber unsere erste Existenzkrise. Ja, so Shortcut Ventures haben wir vor gut zwei Jahren gegründet, einfach aus unserer Historie heraus. Wir haben vorher sehr stark als Business Angels uns engagiert und haben festgestellt, es ist doch ein sehr zeitaufwendiges Hobby, was wir uns dazu gelegt haben und haben für uns beschlossen, das professioneller anzugehen. Und Shortcut Ventures ist angetreten, das sind ja wir drei, die jetzt seit 15 Jahren zusammenarbeiten, Kapital von Gründern für Gründern bereitzustellen und eben wirklich das zu leisten, was alle VCs versprechen, nämlich Smart Money. Und wir bringen also nicht nur Geld ein, sondern vor allen Dingen auch unsere Erfahrung, die vor allen Dingen dazu dienen sollen, Fehler zu vermeiden. Wir können ihnen gar nicht sagen, was sie machen sollen, das müssen die Gründer selber wissen, aber wir können einige Geschichten erzählen, was wir falsch gemacht haben. Und wir haben jetzt 4 Investments und dieses Jahr werden wir sicherlich, wir sind weiter offen natürlich, wir werden bestimmt noch 1, 2 Investments tätigen. Wir haben ganz klar Felder, wo wir sagen, dort investieren wir. Das ist Internet, Telekommunikation, Medien. Das ist schon relativ breit. Wir investieren nur in Dinge, wo wir selber das Geschäftsmodell verstehen, wo wir dann auch hinterher einen Wertbeitrag zu leisten können. Also Biotech und solche Dinge kommt uns nicht durch die Tür, weil wir da, wie gesagt, diesen Wertbeitrag nicht zu liefern können.